Ja, moin moin ihr Lieben, hier ist Matsuhake von VU Gaming und zwar heute wieder mal mit dem wunderbaren, ich würde sagen Hogwarts. jo, wir waren ja das letzte Mal ein bisschen unterwegs, im Raum der Wünsche und so, waren wir ja mal ein bisschen abschnickern das Ganze. Jo, wir mal gucken, was für eine Questreihe wir heute so erledigen in diesem wunderschönen Video und... Ich würde sagen, damit erstmal herzlich willkommen in meinem Video natürlich und nicht zu vergessen, unten in der Videobeschreibung findet ihr Links natürlich zu unserer Homepage, zu unserem Discord und zu unserem Instance Gaming Link. Wenn ihr euch ein Spiel gönnen wollt und uns ein bisschen supporten möchtet, könnt ihr dies gerne dort tun. Und ich glaube, damit habe ich euch genug voll geschwafelt. Wir fangen an. Ja, wir sind immer noch im Raum der Wünsche. Das ist ja toll, ist das ja. Supi. Wir haben hier so schön einen Teppich hingelegt. Ich finde den voll knuffig. So, was war das denn? Keine unidentifizierte Rüstung. Nee, das war ja der Zaubertisch. Und das war jetzt hier die Trankstation. Ach, dafür brauchen wir Dimperblender nochmal. Okay, aber wir sollten, glaube ich, noch was anderes tun. Kann das sein? Die Musik ist voll cool, voll knuffi-puffi. So, wir haben einen verfügten Talentpunkt. Ich würde sagen, wir nehmen die dritte Leiste, glaube ich. Ja, würde ich sagen. Jawohl, haben wir erledigt. Damit haben wir drei Leisten. So, wir hatten ja Aufträge, wunderschöne, die Kartenkammer. Professor Völker zurück. Jo, Professor Gardium. Wingding. Wing. Gardium. Levidiosa. Ach du heiliger Bimbam. Ich würde sagen, wir gehen zu Dr. Professor Friggi. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Hi. Oh, ich komme hier nochmal wieder. Nee, würde ich sagen. Würde ich jetzt so behaupten mal. Ah, schon lange wieder nicht Hogwarts gespielt hier. Machen wir mal wieder ein bisschen reinsuchteln hier. Wir müssen mal vorankommen, finde ich. Und nicht immer nur an der gleichen Stelle backen bleiben. Oh, aber werden wir schon hinkriegen irgendwie. Flugstunde haben wir hinter uns, einen Besen haben wir. Ja, gut, jetzt nicht gerade den besten Besen haben wir uns ja nur organisiert, glaube ich, an dem Tag. Sondern wir haben irgendeinen genommen. Wollen wir mal gucken. Genau, so. Aber eigentlich könnten wir uns doch porten zu dem jungen Mann hin, oder nicht? Oder sehe ich das gerade falsch? Oder will ich jetzt echt laufen? Zeig mal her hier. Ja, da könnten wir uns... Ah, da kommt, da gehen wir hin, da gehen wir hin. Wir porten uns natürlich. Ist natürlich einfacher als zu laufen hier die ganze Strecke. Habe ich ja gar keinen Bock drauf. Habe ich ja gar keinen Bock drauf. Achso, dauert ja wieder ein bisschen. So. Wir müssen weiter runter, würde ich sagen. Ja. Was soll ich euch erzählen, ihr Lieben? Also wir spielen das hier nun schon mal ein paar Tage lang, finde ich, das Spiel. Und ich muss dazu sagen, also informativ zu sagen, finde ich das halt so an sich nicht schlecht, das Spiel. Die Storyline ist okay. Ich habe gehofft, Sie zu sehen. Ich dich nicht. Die Storyline finde ich ja natürlich ein bisschen knackig in meinen Augen. Aber gut. Sie sind zurück? Endlich. Minister Sparwin redet mehr, als dass er zuhört. Spricht ständig von wildernden Drachen. Er wollte kein Wort über Kobolde hören. Wo wir gerade dabei sind... Hören Sie, es ist so viel passiert, während Sie weg waren. Eldridge Diggorys Porträt im Gemeinschaftsraum erzählte von seiner Großnichte Helen. Seine Großnichte? Ja, sie war mal Aurorin. Und sie hat mich nach Azkaban zu Anne Thisbe gebracht. Sie waren in Azkaban? Ja, das war schon was. Aber Anne kannte Richard Jector vor seinem Tod. Also musste ich seinen Geist finden. Mhm. Wer in aller Welt ist Richard Jector? Er war hier vor langer Zeit Schüler. Er erzählte mir von einer geheimen Höhle. Ich ging dorthin und direkt neben Jectors Skelett.
fand ich die fehlenden Seiten. Sie haben die Seiten? Ja. Und weil Jackdaw der darin enthaltenen Karte gefolgt war, fand ich mit den Seiten auch den eingezeichneten Ort. Ob Sie es glauben oder nicht, es ist ein Raum unter Hogwarts. Warum bin ich nicht überrascht? Wollen wir? Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen. Oh, und wir brauchen das Buch. Hey, endlich. Endlich kriegen wir das schöne, wunderschöne Buch wieder zurück. Finde ich gut. Ja, aber wie gesagt, also diese wundervolle... Der Raum heißt übrigens die Kartenkammer. Ja, halt und Isabel. Und dort erwartet uns ein Porträt von Percival Rackham. Professor Rackham, ich freue mich darauf, ihn zu treffen. Wie ist dieser Jackdaw an die Seiten aus dem Buch gekommen? Peeves hat sie offenbar gestohlen. Und Jackdaw stahl sie von ihm. Ah, Peeves. Ja, wie gesagt, also informativ, aber die Questreihe ist echt, echt heavy. Also finde ich jetzt ziemlich, ja, und das hart. War aber die ganze langwierig. Zeit hier unten. Aber es macht Spaß, muss ich echt sagen. Also es ist lohnenswert. Wenn natürlich noch Erweiterungen kommen würden, würde ich mich natürlich noch mehr drüber freuen, aber ja, so wie man liest, angeblich nicht, denn doch. Und ach, das ist mein Hin und Her, finde ich. Sollen sich doch mal entscheiden, ob sie es nun machen oder nicht, oder was? Sieht vielversprechend aus. Na denn, schmeiß mal auf das Buch. Immer nur in Schwierigkeiten mit dem. Nur in Schwierigkeiten. Eine Karte. Da ist Hogsmeade. Und hier der verbotene Wald. Und natürlich Hogwarts. Wie beeindruckend. Und schon wieder nur Schwierigkeiten. Wenn du das nur sehen könntest. Ja. Ob das so cool ist. Ach ja. Hallo, Professor Rackham. Wir haben das Buch auf das Podest gelegt, wie Sie wollten. Das ist mein Mentor, Professor Fig. Wie geht es Ihnen, Professor Fig? Und Sie, junger Freund, verstehen jetzt, warum Sie mit dem Buch zurückkehren mussten. Ja, ich verstehe jetzt auch, warum Sie diesen Raum Kartenkammer nennen. Da Sie so weit gekommen sind, müssen Sie außergewöhnliche magische Fähigkeiten besitzen. Und dieses Potenzial und die Macht werden freigegeben, wenn Sie sich würdig erweisen. Die Standorte der vier Prüfungen werden mit der Zeit auf der Karte erscheinen. Sie stellen sie auf die Probe und verschaffen ihnen Zugang zu unschätzbarem Wissen. Diese Prüfungen müssen sie allein absolvieren. Erinnern Sie sich an die Denkariumserinnerung aus meinem Gringotts-Gewölbe? Eigentlich nicht. Der Freund Charles sprachen vom Portschlüssel und von ihren Prüfungen für jene, die Spuren alter Magie sehen können. Ganz genau. Charles ist ebenfalls ein Hüter. Eine Bezeichnung, die wir uns schon vor Jahrhunderten gaben. In Anbetracht des Wissens, das wir streng geheim halten müssen. Bis jetzt vielleicht. Das heißt, der Weg von den Ruinen zu Gringotts, das Gewölbe, die verbotene Abteilung, die Suche nach dem Raum. Das alles waren keine Prüfungen? Nö. Sie waren ein wichtiger Teil des Weges, aber keine Prüfungen. Dass Sie so weit gekommen sind, ist jedoch ein gutes Zeichen. Die Prüfungen sollen sicherstellen, dass die Macht und das Wissen, das wir so lange gehütet haben, nicht in die falschen Hände geraten. Jo. Sie testen Ihre Fähigkeiten, angeborene und erlernte. Aber ebenso wichtig ist, dass alles, was Sie bei den Prüfungen erleben, beeinflussen wird, was Sie mit dem anfangen, das wir teilen.
Sie werden Geduld brauchen. Die Prüfungen lehren Sie vieles. Das braucht Zeit. Zeit ist ein Luxus, der uns leider nicht vergönnt ist. Wir haben so lange gewartet, Professor Fig. Ein wenig länger kann... Bei allem Respekt, Sir, ich weiß nicht, welches Geheimnis Sie hüten. Doch ich weiß, dass dieses Kind Spuren entdeckt hat. Spuren einer mächtigen schwarzen Magie, die von Kobolden angewandt wird. Und als wir ihr Verlies bei Gringotts verlassen wollten, trafen wir auf einen ungewöhnlich mächtigen Kobold, der diese Magie beherrschte. Vielleicht sind wir schon zu spät. Fürwahr, schlechte Nachrichten. Nun denn, vertrauen Sie Professor Fig? Ja. Dann lassen Sie uns angesichts Ihrer beachtlichen Fähigkeiten und bisherigen Erfolge beginnen. Sie finden die erste Prüfung auf der Karte unter Ihnen markiert. Professor Fig darf Ihnen helfen, die Prüfungen zu finden. Aber nur jemand mit unseren Fähigkeiten kann sie absolvieren. Super. Finde ich gut. Wollen wir nachsehen? Nun, lass uns mal gucken. Nee, lass uns mal schniggern. Ich kenne den Turm. Er ist nicht weit. Aha. Sie haben ihn vielleicht selbst gesehen. Achso, hier seht ihr gar nichts. Zack. Ich habe ihn mal rumgeschmissen. Ja. Haben wir den schon mal gesehen? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Er kommt mir bekannt vor. Vielleicht ist dieser Jungspund ja weiter gereist, als Sie denken. Als Ihr Mentor kann ich zumindest dafür sorgen, dass es sicher ist. Kommen Sie so bald wie möglich zu mir. Ich bin so schnell wie möglich bei Ihnen am Turm. Also gut. Seien Sie vorsichtig. Jetzt sind wir mutig. Und sagen Sie niemandem, wohin Sie gehen. Jetzt sind wir echt mutig. Jetzt hauen wir schon wieder ganz schön auf die Kacke. Ganz schön auf die Kacke hauen wir jetzt hier. So, jetzt haben wir hier die Weltkarte. Können wir denn uns... Ich glaube, wir könnten uns... Nee, da oben können wir uns nicht importen. Wir können uns da importen. Und dann können wir da rüberlaufen. Oder wir gehen da hin und gehen denn da hoch. Ah, ich glaube, wir gehen da hin. Komm, da gehen wir hin. Da gehen wir hin, dann haben wir da nicht so weit. Ein bisschen. Aber gut, eigentlich hätten wir uns auch auf den Besen schmeißen können und dann hätten wir auch wieder fliegen können. Wäre natürlich eine Möglichkeit. Es wird Zeit, dass Sie Galatius, den Erstarrungszauber, lernen. Er ist ein effizientes Mittel, um eine hitzige Situation abzukühlen. Aber erst müssen Sie noch ein paar Aufgaben erledigen. Kommen Sie danach zu mir. Aha, okay. Ich weiß zwar nicht, was du möchtest, aber passt schon. Genau. Wir fliegen hier mal eine Runde. Geht ein bisschen schneller. Ziehen wir durch. Also wir fliegen irgendwo gegen. Uiuiui, da ist der Turm. Da ist der Turm. Ne, so weit war ich noch nicht. Jetzt mit ein bisschen viel los da unten, würde ich sagen. Nö, 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 nö. Gehen wir nicht hin. Machen wir nicht. Eieieiei. Ganz ruhig, ganz ruhig. Da unten ist schon wieder was. Sumpf. Noch ein Wegstein. Anhalten, stoppen. Okay, gefunden. Snack. B halten zum Absteigen. Hoppala. So. Sind wir schneller wie er gewesen? Na, was ist das denn? Na, dann warten wir einfach mal. Hier drüben. Ja, ja. Ich komme ja schon. Wir sind nicht allein? Nein. Brainrocks Anhänger. Ich sehe etwa ein Dutzend, aber es könnten mehr sein. Können wir an ihm vorbei in den Turm apparieren? Schon, aber wir wissen nicht, was in dem Turm ist.
Vor allem möchte ich allerdings erfahren, warum Sie hier sind. Sie haben Ihr Lager weiter vorn aufgeschlagen. Ich schlage vor, wir sehen uns erst einmal ein wenig um. Los geht's. Siehst du, und schon kriegen wir wieder Ärger. Das stimmt wohl. Hier entlang. Und ich schlage vor, hier den Desillusionierungszauber einzusetzen. Was ist denn das? Wir sollten uns lieber nicht ankündigen. Nicht? Aber was ist denn? Monumento. Den Desillusionierungszauber, was ist das denn? Habe ich keine Ahnung. Ist das das? Ja, gut. Auf Stufe 2. Jawohl. Beeilung. Ja, bleib ruhig. Okay, das ist cool. Oh, Level 14 sind die Jungs. Wirken Sie aus Ihrem Versteck. Petrificus Totalus. Ich glaube, den habe ich noch gar nicht. Habe ich den schon? Lumos? Nein, nein, nein. Den haben wir noch gar nicht. Konfuzius, Divitius, Expelliarmus, Bombre. Avra Kadavra. Ich glaube, der ist das, ne? Crucius? Keine Ahnung, hey. Petrificus Totalus. Gut gemacht. Okay. Geht weiter. Der war gut. Okay, da läuft noch einer von der Sorte. Da muss es etwas geben. Okay, nee, gehen wir nicht hin. Da stehen ja zwei von den Jungs auf dem Revelio. Okay, da oben gibt's was. Da hinten gibt's auch etwas. Warum stehen die denn zu zweit auf dem Haufen, ey? Die sollen sich da verkrümeln, finde ich. Verkrümeln. Das ist doof. Okay. So, damit hätten sie sie erstmal schon erledigt. Das sind schon mal zwei weniger von der Sorte. Truhe durchsuchen. Münzen nehmen wir immer mit. Also ich glaube, gleich ist das ganze Lager leer. Wenn wir hier so weitermachen. Wenn ich nur diesen Flieg und dieses Kind in die Finger kriege, dann kommt total los. Macht schon Spaß, so aus dem Hinterhalt immer so pim, parang, parang, palim, palim, palim zu machen. Aber wir suchen ja immer noch was, ne? Aber ich weiß ja gar nicht, was wir hier suchen. Untersuchen Sie die Anwesenheit der Kobolde. Ja, ist natürlich immer kurios, Knose. Was, wir haben nur noch 34 Goldmünzen? Haben wir was ausgegeben? Bewegt er sich jetzt nicht, oder was? Revelio. Okay, dann mach weg. Ja, erwischt, Freund der Sonne hier. Nee. Befehle. Aha, das ist für den Turm und seine Umgebung. Halte die Augen nach allen offen. Okay.
Kobolde endlich ihren regelmäßigen Platz in der Welt einnehmen können. Okay. Ach ja. So, jetzt haben wir das untersucht. Und jetzt geht nie weiter. Na, so eine Krüppel. Oh. Hi, wer bist du denn? Okay. Nee, 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 nee. Geh weg hier, du. Viele Kobolde waren schon immer feindselig gegenüber Zauberern. Aber das hier ist irgendwie anders. Wir haben noch nichts gemacht. Wir waren noch gar nicht so die Bonette, oder was? Also, wir haben sie ja noch sogar eingeladen eben. Das dürfte der Eingang sein. Ne, ne, brechen wir auf das Ding. Uff. Sie ist verschlossen. Hm. Oh, jetzt nicht mehr. Okay, alles klar. Hallo? Hallo? Sehr praktisch. Es passt jetzt nicht, aber wenn Sie ihn nicht bald lernen, können wir es im Schloss nachholen. Ja, das wäre super, ne? Wenn wir das mal nachholen könnten, Nick. Da ist jemand ein eifriger Leser. Ach so, nee, wir sollen ja nach oben. Ich frage mich, wer das ist. Mit solchen Gewändern könnte es jeder sein. Psst. Ruhe. Okay, 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 okay. Hier gibt's nichts auf der Etage. Ach, hier ist nochmal ein Besen. Entschuldigung. Da nicht auch noch was? Das nehmen wir natürlich auch mit. Und willkommen in San Bacars Turm. Hallo? Hallo, Professor. Sagten Sie San Bacars Turm? Ja, Professor Bacar ist ein Hüter, dem Sie noch nicht begegnet sind. Es freut mich, dass ich mit meiner Vermutung richtig lag, dass wir uns bald nach unserer letzten Begegnung wiedersehen. Allerdings vermute ich aufgrund des Lärms, dass Sie es nicht leicht hatten, zu mir zu gelangen. Das stimmt, Professor. Vor dem Turm sind wir auf Kobolde gestoßen. Dass Kobolde von meinem Gewölbe wussten, ist beunruhigend genug. Aber wenn Sie auch eine Verbindung zu diesem Turm haben, könnte die Bedrohung größer sein als gedacht. Ein Grund mehr für uns, weiterzumachen. Unten, nahe des Eingangs, wurde ein Speicher mit alter Magie freigelegt, wie die, die Sie schon gesehen haben. Befehlen Sie ihm, eine Tür zu öffnen. Mehr kann ich leider nicht sagen. Da Professor Fix Sie nicht begleiten kann, sehen er und ich Sie später in der Kartenkammer. Merken Sie sich das Bild. Wir müssen herausfinden, woher Renrocks Anhänger von einem Turm wussten, der einst einem Hüter gehörte. Im Moment müssen sie sich jedoch auf Wichtigeres konzentrieren. Auf einen Speicher alter Magie, nicht wahr? Ja, Sir. Dann überlasse ich die Angelegenheit ihrer stetig wachsenden Kompetenz. Seien Sie vorsichtig. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Bis später. Alles klar. Der ging jetzt. Speicher alter Magie. Unten. In der Nähe des Eingangs. Okay, also wieder runter. Wieder runter, wieder runter. Da liegt noch was. Ah, ein Tessin Tee geht immer. Ein Tessin Tee geht nebenbei immer. Okay. Jetzt aber schnell weg hier. Tür wieder zu. Jetzt bin ich gefangen hier unten. Na, ich habe ein bisschen Angst hier drin. Nö, nö, nö. Okay. Okay, gibt's erstmal nichts. Nö, gibt's nichts. Die erste Prüfung. Oh, mal gucken. Ach du heiliger Bimbam.
Wo sind wir denn hier gelandet? Hallo? Revelio. Okay. Das kenne ich. Echt? Von Gringotts und aus der verbotenen Abteilung. Hm. Wenn du das kennst, ist gut. Wir kennen das nicht. Ecke kennen das nicht. So. Okay, ein bisschen Bammel. Okay. Schließe, ja, Ja, irgendwie sollen wir da runter. Ich habe keine Ahnung, wie. Doch, hier. Hier geht die Treppe runter. Hier rechts oder links, je nachdem. Wo geht hier was runter? Beeindruckend. Irgendwas muss passiert sein. Ich sollte mich umsehen. Nee, sollten wir nicht. Wir sollten da mal ganz schnell rüberlaufen. Zack. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt hier aufrechterhalten wird. Okay, und jetzt aber runter hier. Aber ganz schnell. Ganz schnell runter. Runter. Jetzt ist er weg. Husch. Oh Gott. Also hier kann irgendwas nicht stimmen, weil... Ich weiß nicht, ich traue dem... Wow. Wir waren nicht drüber nachdenken, wir waren eben da oben. Okay, ha. Nee. Die Wände. Ich könnte wetten, die Wände. Die aktivieren sich. Noch mehr Spuren alter Magie. Etwas muss sich verändert haben. Hä? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hallo? Juhu! Werde ich diesmal nicht überrascht. Okay, ja, nee. Oh, shitty bang. Okay, nicht gleich kaputt hauen, ne? Nicht gleich kaputt hauen. Okay, da kommt schon wieder was runter. Jetzt krieg ich aber richtig auf der Nase hier. Aua. So, machen wir mal die 4. Der hat aber gesessen jetzt, das Ding. Okay. Er will Krieg. Er will aufs Maul haben, will er. Die Mucke ist cool. Wo ist er? Nö. Heute nicht. Bam. Wie, das war schon? Ach, das ist doch voll mies hier. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Also ich bitte dich. Okay. Ich sollte mal die Klappe halten das nächste Mal. Kommt mir bekannt vor.
Aber ich verstehe nicht. Okay, gleich mal in die richtige Richtung gelaufen, finde ich. Und drüben war auch noch was, ne? Und da drüben geht das auch weiter. Okay, wir könnten theoretisch wir uns darüber ziehen. Und denn dort liegt unten eine Kiste. Okay, nur Münzen drinne. Ja, wie cool. Das ist jetzt eine gute Rätselfrage. Wie kommen wir in die Mitte? Ich würde sagen, da drüber. Hm, so geht das auch. So, hätten wir alle Münzen, dann gehen wir dorthin, würde ich sagen. Vier. Zack. So. Mehr Statue. Ja, noch mehr, noch mehr. Oh, da, da. Da, gleich, gleich wieder. Der kriegt gleich mal eine Wiege vor der 12 hier. Von wem denn? Okay, ey, du machst das mal nicht kaputt hier. Genau so. So muss das sein. Boom. Noch Fall. Ich habe hier nichts geschenkt. Nee, hier wird einem nie was geschenkt in diesem Spiel, finde ich. Absolutes No-Go. Ich weiß nicht, warum hängt das Ding dort? Warum flackert das da oben so? Ich weiß nicht, irgendwas hat das Ding zu bedeuten. Warum hängt das da? Das ist natürlich nicht. Ach so, okay. Warum nicht? Mitten im Raum hängt sowas. Okay, hier kommen wir nicht runter. Ach, wir kriegen das Ding auch nicht da durch, ne? Aber hier gibt es eine Tür. Sollte mir diesen Torbogen von beiden Seiten ansehen. Der ist hier anders, finde ich, der Torbogen. Wenn man so mal guckt. Was passiert eigentlich, wenn ich das jetzt hierher ziehe? So, was passiert eigentlich, wenn ich das Ding jetzt da durchziehe? Ach so, okay. Das hat die Magie auf beiden Seiten des Torbogens verändert. Etwas muss jetzt anders sein. Ja, ist es auch. Guten Tag.
Halt. Halt. Hier geblieben. Hier geblieben. So. Und abgestellt das Ding. So, jetzt müssen wir mal irgendwie wieder durch den Torbogen da durch. So. Nee, falsche Richtung. So müssen wir da durch. Hoppala. Genau so machen wir das. Genau so schaffen wir das. Ich muss überprüfen, wie sich der Raum verändert, wenn ich durch den Torbogen trete. Ah, hab ich schon gemacht für dich. Hab ich schon rausgefunden. Hochala. So, jetzt könnten wir uns erstmal dorthin ziehen. Na, dort kommen wir wohl nicht ran. Außer wir hüpfen mal fix auf den Besen, ob das so erlaubt ist. Hm. Achso, ja, okay, jetzt ist allerdings. Ja, okay. Okay. Gut, ist wieder zu einer Wand geworden. Daran werde ich mich nie gewöhnen. Ich auch nicht. Blah. Okay, jetzt geht's abwärts. Angekommen. Krasse Sache, diese Dinger. Okay, dort steht einer. Also dort, dort und. Ich weiß nicht. Oh, okay. Das war schlecht. Y. Nee, nicht so, Freunde der Sonne. Nicht so, ne? Ja, vier, komm, Alter. Was geht ab mit euch, Junge? Oh, da hinten kommen auch schon wieder welche. Ist doch nicht euer Ernst, oder was? Was ist mit euch nicht richtig? Was mit meiner Ruhe hier muftelt? Okay, kriegt er erstmal welche vor der 12. Das ist wieder mal hier eine Kampfrache hier. Das ist ja echt mal ein. Okay, der erste ist schon mal weg. Der erste ist schon mal weg. Ah, geht noch nicht. Ja, komm, ist richtig. Das sind ja immer noch drei. Wo kommt der? Boah, Alter. Also hier braucht man auf jeden Fall genug Getränke, würde ich sagen. Und jetzt kriegt er die Keule vor der Nase. Ding dong, bala bala bang. Gibt's aufs Maul. Habe ich geschafft, Junge. Aber ganz schön viele Tränke verrotzelt gerade. Junge. Alter, hat das weh getan. Was ist das hier? Nichts Besonderes. Brauchen wir nicht. Also die Prüfungen sind echt. Echt heftig, finde ich. Also. Okay, da ist auf jeden Fall ein Torbogen, großer, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ja, dort. Die Frage ist, müssen wir da durch? Also wir könnten jetzt darüber, darum, da rein, oh, keine Ahnung.
Ja, aber den könnten wir. Ach, könnten wir. Aber denn, wie wollen wir denn da wieder raufkommen? Das ist die große Rätselfrage. Naja, wir probieren es einfach mal. Könnten... Also hier können wir durchgehen. Und da können wir... Okay. Das war jetzt mal ein bisschen schlecht gerade. Ich habe gedacht, da können wir so einfach so zack, zack, bitte, ding, ging, ging machen und dann ist fertig. Aber können wir gar nicht. Aber wir müssen irgendwie nach da drüben. Okay, wir brauchen auf jeden Fall erstmal einen Plan, wie wir da rüberkommen. Aber wir müssen da durchs Tor kommen wir schon mal nicht. Okay, müssen wir unbedingt durchs Tor? Okay, ich würde sagen, wir gehen dorthin. Okay, so geht das. So können wir das machen, ne? Wieso? War vielleicht jetzt nicht ganz so tüvi-büvi, aber ich finde das jetzt nicht schlimm. Haben wir ja auch jetzt geschafft. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz ins Inventar gucken, weil wir haben ja neue Boxhandschuhe gekriegt. Die sind 30 und die sind 21, dann würde ich die doch glatt anlegen. Und wir haben einen neuen Schal bekommen, der ist rot, der hat 32 und der hat 26, da würde ich 32 nehmen. Sieht aber jetzt nicht mehr so kultig aus, finde ich. Aber irgendwas war doch hier eben. Erscheinungsbild ändern. Nee, aber ich habe doch... Ach, da war das, genau. Ich habe ja den mit 28, den Haupt 29, wird doch glatt. Ich würde den nehmen. So, dann kann man hier ein Erscheinungsbild ändern. Was kann man denn jetzt machen? Kann man den Mantel ausziehen oder was? Wie sieht der? Also, der sieht jetzt nicht schön aus, finde ich. Wir lassen das. Also, wir haben Brille und Dings haben wir schon aus. Und dann haben wir... Ah, hier können wir das auch noch ändern. Aha. Dann laufen wir in Joggings. Nee, ja, okay, okay. Ist nicht schlecht. Finde ich ganz cool. So, jetzt haben wir erstmal neue Sachen angelegt. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier geht doch bestimmt wieder was ab. Jetzt hier steppt doch gleich wieder der Bär. Ja, hier steppt doch gleich wieder der Bär. Ich hab doch jetzt schon wieder Angst, Mensch. So schön. Das ist gut. Gut hingestellt. Zwei Wohlfühltränke. Hallo? Okay, keiner da. Wir können. Okay, ich traue dem Frieden hier nicht. Okay, ich traue dem Frieden immer noch nicht. Okay, ich habe da gesagt... Wie kommen denn jetzt davon? Kann mir das mal einer sagen, wie wir davon jetzt kommen? Okay, wir schmeißen erstmal mit allem, was wir haben. Und dann gucken wir mal, was passiert. Würde ich sagen. Wir schmeißen einfach erstmal. Oh, wir haben nichts mehr. Shit. Wir können die mehr schmeißen. Okay, ich glaube, den großen haben wir schon mal erledigt. Das sieht schon mal gut aus.
alles klar, alles klar. Also das ist eine Prüfung, die hat sich gewaschen hier, du. Nichts mehr zum Verstecken. Das ist schlecht, schlecht. Hilfe, Hilfe. Genau so muss das sein. Okay. Oh, alles klar, Junge. Was geht ab mit dir? Ja, sicher. Zerstört. Boah, Alter. Lecco mio, Junge. Was ist los, Junge? Boah, Alter. Gleich mal zwei davon weggeschlürft. Okay, wir sind tot, wir sind umgefallen. Okay, wir hätten die alte Magie nicht zum Anfang nutzen sollen. Also bei dem anderen eben, hätten wir die alte Magie nicht nutzen sollen. Wäre, glaube ich, gesünder gewesen für uns. Ich weiß nicht warum, aber das wäre, glaube ich, gesünder gewesen. Also das Ding ist echt heftig. Also finde ich jetzt, das ist wirklich das Nonplusultra, das Ding. Ich weiß nicht warum. Das gefällt mir gar nicht. Nee, mir auch nicht. Besonders weil es so viele sind. Es sind echt viele von den Jungs. Okay, wir probieren einfach mal eine andere Strategie, würde ich sagen. Würde ich jetzt. Okay, wir probieren jetzt mal eine andere Strategie. Hoho, neuer Schnitt gefällig. Herzlich willkommen bei Hogwarts. Aua, dem neuen Haarschnitt, dem neuen Friseur. Hi, ich bin Barbier. Was geht ab? Aua. Dass die Jungs auch immer so knüppelhart treffen. Okay, wir haben nur noch zwei, also die Taktik scheint erstmal so weit aufzugehen, finde ich. Okay, den großen, den kriegen wir jetzt auch noch so weg, finde ich. Ohne alte Magie. Okay. Gut, jetzt kommt der Große. Jetzt geht's los. Oh, Windows-Taste gedrückt. Nein! Diese Sphäre ist echt hardcore.
krieg diese Sphäre nicht. Beim ersten Mal habe ich sie wenigstens gekriegt. Wir müssen noch einen Zauberschlürfer trinken. Wir kriegen die. Das darf doch nicht wahr sein. Will er mich jetzt rollen oder was? Ich habe die doch vorhin, habe ich die doch gekriegt, oder nicht? Also ich muss dazu sagen, wir hatten den ja eben drunter bis zur Hälfte. Und den habe ich einmal nicht aufgepasst. Ich bin ganz ehrlich, ich habe eben echt nicht aufgepasst. Eigentlich wollte ich in dem Video noch echt diese Aufgabe zu Ende bringen. Ah, deswegen habe ich mir so viel Mühe gegeben gerade, damit das funktioniert. Aber das hat nicht funktioniert, das Ganze. Ja. Also es ist wirklich echt schwer. Ich weiß auch nicht, wir hätten... Ja, der ist... Was, der ist für Nahkampf. Wir hätten den noch lernen sollen. Den hätten wir wenigstens noch... Shit. Dann ist ja was anderes. Ja, uns fehlt einer. Ich glaube, mit einem Zauberspruch mehr würde ich glatt sagen, also würde ich jetzt behaupten, würden wir halt mehr schaffen. Also wir würden halt mehr Schaden machen bei vielleicht noch einem Zauber mehr oder so. Aber wir können es nochmal probieren, aber ich glaube, dieses Mal wird es auch wieder nichts. Ja, also wir haben jetzt die Taktik ausprobiert, wir werden das einfach so wieder durchführen. Das heißt also hier die großen Jungs. Immer die falsche Taste. Ja, da sind wir schon runtergefallen. Da sind wir ja schon wieder mal tot. Okay, ihr Lieben. Ich glaube, wir müssen dann noch einen neuen Zauberspruch lernen, glaube ich. Sonst wird das nichts. Also das war jetzt, alle guten Dinge sind drei. Das dritte Ding ist jetzt durch. Ich würde sagen, das war es denn erstmal von dem Video heute, finde ich. Ist ein beschissenes Ende, ich weiß. Aber was soll ich machen? Also es kann halt, also ich bin halt der Meinung, entweder fehlt halt ein Zauberspruch, den wir vielleicht noch suchen müssen oder vielleicht noch erlernen müssten. Das müssen wir dann mal sehen. Ansonsten war die zweite Taktik, ja, ich glaube, die zweite Taktik war gar nicht so die schlechteste Taktik eigentlich dabei, finde ich jetzt. Ja, müssen wir wirklich gucken. Aber wie gesagt, alle guten Dinge sind drei und das war jetzt das dritte Mal. Und beim dritten Mal bin ich dann so einer... Ich würde es gerne nochmal probieren, aber ich habe halt das Gefühl, uns fehlt halt ein Zauber. Ein Zauber, den wir unbedingt brauchen, weil... Ihr habt ja gesehen, wir haben zwei Zauber. Wir haben beim ersten Durchlauf haben wir die Sphäre zerstört. Beim zweiten Durchlauf haben wir die alte Magie genutzt. Das, was wir nutzen sollten. Und wir werden im nächsten Video auf jeden Fall... Wir werden auf jeden Fall... versuchen zumindest, also wir werden einen Zauber nochmal lernen und dann werden wir da nochmal hingehen und dann werden wir uns das Ganze nochmal durchmatchen bis zu dem hin und
Denn wenn wir Plan 2 durchziehen, das heißt also, wir werden die alte Magie aufbewahren bis zum Ende, bis er kommt. Und dann heißt es halt auch Konzentration, finde ich. Also das heißt halt wirklich Konzentration, damit wir halt keine Fehler großartig machen. Es tut mir wirklich, wirklich leid, damit wir das heute nicht geschafft haben, die erste Prüfung. Aber beim nächsten Video schaffen wir auf jeden Fall die erste Prüfung für uns, die wir da machen sollen. Wenn ihr bis zum Ende gesehen habt, bis jetzt dato, ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen, fürs Einschalten vor allen Dingen. Und habt ihr noch nicht abonniert, drückt unten den Abo-Button, Support ist kein Mord, würde ich sagen. Und ja, ich danke euch fürs Zusehen und ja, jedes Abo und wenn ihr die Videos halt schaut, bin ich halt sehr, sehr dankbar für. Habt ihr Vorschläge, Verbesserungsvorschläge für mich oder für uns allgemein, für Fargo Gaming, würde ich mich halt drüber freuen, wenn ihr das unten in die Kommentare schreibt. Wir lesen uns das natürlich auch gerne durch und werden auch schnellstmöglich natürlich auch antworten. Bis dahin sage ich erstmal, ich bin raus und auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, ihr Lieben, wir sehen uns.